Eiskalt. Was machst du denn da wieder? Holt mal hoch, wa? Dreh mal bitte weg von uns. Zurück an meinem Lieblingsspot. Hier bin ich eigentlich immer am liebsten gewesen. Hier gab es die coolsten Funde, manchmal auch die schlimmsten Funde. Da drüben gab es ja die Mörsergranate. Hier gab es aber auch den geilen Dolch, hier gab es ein Bajonett, hier gab es ein Schwert. Könnt ihr ja einfach mal reinschauen in unsere anderen Filme. In den Top 10 seht ihr eine Menge davon. Genau, da drüben geht schon los. Der erste Wurf fliegt. Wir sind gespannt. Naja gut, der war nicht ganz so prickelnd, der Wurf. Aber das Wasser ist erstaunlich sauber noch. Und wir starten gleich mit dem ersten Messer. Aber das ist noch nicht so lange drin. Nee, aber es ist ein Steakmesser, das gehört hier garantiert zum Restaurant hier drüben. Können wir den wieder hinlegen. Freuen Sie sich. Ich glaube nicht. Ich glaube, es sind noch zwei Stücken aneinander gerostet. Ja, es könnte trotzdem mal ein Dolch sein, mein Bester. Vom das wäre natürlich cool. Vom Gewicht her, aber hier unten ist es... Nee. Wir packen es trotzdem mal ein und putzen es mal einfach zu Hause. Es sieht halt sehr, sehr doll, guck mal. Es aber es halt ist hier vorne so gespalten. Es sieht sehr, sehr doll nach dem Schrott aus. Aber klopf drauf, wir wollen sehen. Klopf nicht. Nee. Na, drehen wir um. Ja, ist ein Stahl, ein Wandeisen. Ich habe keine Ahnung, was ich da erwischt habe. Hep. Ich hätte fast gesagt, das ist eine Axt, aber dafür hat sie komische Form. Und anderes Stück Teppich. Ui, ui, ui. Hier, komm, hast ein Messer. Danke. Kannst du Nils noch schenken? Der mag noch ein Messer. Ja, genau. Der sammelt die. Da kommt der noch. So, ist auf jeden Fall richtig schwer. Ich hoffe, es kommt auch raus. Wieder ein Messer. Sieht so aus, oder? Links. Ne, das ist hier irgendwo dran. Ne? Hier ist die Fensterverriegelung wieder, weißt du? Die Stange, die am Fenster dran ist. In den Altbauten. Hast du mal dabei, weißt du? Nee. Doch nicht. Nee. Nee, es ist vorne rund. Das ist leider kein Bein. Weil das hier vorne ist nämlich Holz. Okay. Und das hier hinten ist. Aus diesem Absteckpfahl oder so. Ja, genau. Nee, tut mir leid, auch wenn die Freude groß gewesen wäre. Haben wir gerade gesehen? Nee, nicht mehr. Na, jetzt nicht mehr, genau. Mal gucken, was wir jetzt hier rausholen. Und dann helfen wir ihm natürlich gleich. Ach, wir haben genau das Richtige für Scotty hier. Macht der Nils hoffentlich nicht wieder kaputt diesmal. Gewicht. Hier, Scotty. Let's go. Schön, kannst du schön trainieren. Bis zu Hause. Nicht fallen lassen. Und Tobi friert. In weißen Schuhen. Aber Tobi, du könntest dich einfach ins Restaurant da drüben setzen. Ja. Machst ein Teleobjektiv drauf. Mikrofon hast du am Start. Dann brauchst du gar nicht draußen stehen. Bitte schön. Ich hatte auch einen Eimer mit, aber der ist noch voll mit Schrott. Kann ich das? Oh, das ist top. Das mache ich gleich in deinen rein. Na ja, den?
Aber der ist noch bei mir im Auto. Das ist so eine große Tonne, da ist auch ein Bild drin. Habt ihr übrigens gehört? Auto. Er hat Auto gesagt. Der Nils fährt jetzt Auto. Also alle, die in Berlin unterwegs sind oder in Brandenburg oder wo er auch immer herkommt, weg von den Straßen, solange er Auto fährt. Du brauchst Hilfe. Über 2 Kilo. Ist doch gut. So. Nee. Ja. Das ist ein E-Roller. Wohin wirfst du denn, Mann? Er kommt, er kommt, er kommt. Müssen wir da raus? Rausschwingen, rausschwingen, rausschwingen. Ist dran, ne? Wir müssen mal ganz kurz mit dem da. Warte mal, einfach los bitte. Ja. Mal kurz mal rausdrehen. So, genau. Er ist oben. Deine erste? Ich komm mal gucken. Was ist denn deine erste? Deine erste? Pistole. Eieieiei. Immer weg vom Körper drehen, bitte. Und ich will nicht sagen, das ist eine Luga. Okay, ja. Eine Luga in hervorragendem Zustand. Du ein Schwein. Geil. Wahnsinn. Nee, das ist leider nicht die Vitrine, weil die fällt leider unter das Waffenschutzgesetz, Waffenkontrollgesetz. Mhm. Demzufolge muss sie leider auch abgegeben werden, so schön wie sie ist. Wir zeigen sie einmal kurz den Nils noch und dann muss ich sie leider verwahren und dann kommt sie bitte einmal weg. Ja, oder so. Das war gut. Dann kriegen wir ohne Haken. Schön langsam. Schön langsam. Na, warte, ein bisschen raus, bisschen raus, bisschen raus, bisschen raus, bisschen raus. Und wir haben ihn. Zack. Das ist einfach krank, ist das. Ja. Stell mal als Deko daneben. Von den Haken bringe ich dir gleich. Mach dir gar keinen Stress. Mach gar keinen Stress, okay. Gut. Was ist das denn? Angelt wieder was. Ja, sie, nee, nee, nee. Was ist das denn? Ich weiß es gar nicht. Da sieht es komisch aus. Oh. Es liegt noch. Kein Hufeisen jedenfalls. Was ist denn das da? Sieht irgendwie merkwürdig aus. Ich muss noch mal rankommen. Was haben wir hier? Irgendein Schrott haben wir. Machen wir mal hier. Nein, Hänger füllt sich langsam. Das hat Nils noch immer gemacht. Pass rüber, Alter. Nächstes Mal kriegt Nils ihn am Kopf. Was wir aber jetzt rausholen. Also, Mats hat hier irgendeine Kugel gefunden. Was auch immer das ist, ich hatte vermutet Boccia, die anderen sagen kein Boccia. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr es erkennt. Keine Ahnung. Aber wir sind im Anhänger jetzt. Aber ich weiß ja nicht, wo wir sind. Aber auf einmal schneit's. Ja. Vorhin ist auch schon gehagelt und jetzt geregnet auch. Windig, Sonne war heute auch schon. Aber wir haben heute das volle Programm. Oh. Jetzt ist es Schnee. Ja, vor allem so zwischendurch. Schade. Eine halbe Stunde. Nicht mal. Aber keine Ahnung, was heute abgeht. Anscheinend nicht so ein guter Tag zum Magnetfischen. Wir waren schon vom Wetter draußen. Ja, wir waren dieses Jahr schon im T-Shirt draußen. Aber wir hatten. Aber ein bisschen ziehen wir auch durch. Guck mal, hinten wird es ja hell. Nee, nicht wirklich. Nicht wirklich. Alter, er hat's noch. Da ist der geile Fund. Schade, dass es so kaputt ist vorne. Das ist auch dein erstes, oder? Was? Auch dein erstes. Ja. Verdammte Scheiße. Ich glaub, heute kann doch nicht sein. Heute ist dein Tag, oder? Das gibt's ja überhaupt nicht. Sonst hole ich nie was raus. Aber schade, guck mal hier vorne, wie die schon weg ist. Ja, aber ja, auch schönes Ding. Das ist sehr, sehr gut. Die Sonne raus.
Guck mal, siehst du? Da! Guck mal, hier ist eigentlich in die Sonne. Guck mal, gleich kommt die Sonne raus. Gerade eben hat es doch geschneit vor einer halben Minute. Schön, Matze. Ist ein Bajo, wa? Ist auf jeden Fall ein Bajo, genau. Putzen wir schön, machen wir schön sauber und dann kriegt der Matze was richtig Schönes wie Vitrine, oder? Was hältst du von Matze? Cool. Hey, komm mal her. Ah, ich sehe das. Ich auch. Wir gehen mal gucken. Ich auch. Jetzt, wo die Sonne rauskommt, hier läuft es doch, oder? Eieieiei. Eieieiei. Was machst du denn da wieder? Holt mal hoch, wa? Dreh mal bitte weg von uns. Ja. Das ist auf jeden Fall gleiches Alter. Oh, krass. Alter, heftig. Komm mal her mitten. Sieht vorne noch so den Kompressor dran und so. Krasse Sache. Mit Wechsellauf. Ja. Aber da fehlt die ganze Lehne und alles. Schulterstütze. Könnte aber auch Luftdruck sein, einfach nur. Das ist natürlich sensationell. Da steht was drauf. Auf jeden Fall West Germany ist etwas Neueres. Putzt mal ein bisschen. Manufaktured in West Germany. Ich habe keine Ahnung. Eine Automatik. Pietz Langmann. Josef Langmann. Ja, zu mir ist es mir zugelassen. Gut, das ist auf jeden Fall was, denke ich mal, für die Polizei, vermute ich mal. Definitiv, das ist ein Polizeifund, Freunde. Ja, das sollte man auf jeden Fall machen. Krass. Können wir die andere gleich mit abgeben? Dann ist das Thema durch. Ich würde sie mal im Koffer verwahren. Na, kann ich sie noch mal kurz zeigen? Natürlich. Aber nach unten bitte und immer weg von den Personen. Schaut euch das Ding an. So, Leute. Wir haben wieder was gefunden, also was ist wieder was gefunden, das sind die drei Funde, die ihr jetzt im Video schon gesehen habt. Einmal hier so eine kleine Pistole, dann hier so ein Lauf von einer größeren, aber das hier vorne kann man einfach abschrauben, dann ist sie auch kleiner. Und halt das Bajonett hier von Matze in der Mitte. Heftige Funde, mal wieder was sag ich jetzt mal, Interessanteres gefunden. Wir vermuten alles aus der Zeit vom Nationalsozialismus. Mal schauen. Dazwischen. Ein Cheton. Nee. Ach nee, ist eine Uhr. Eine Uhr. Ah, stimmt, ein Ziffernblatt. Ja, tolle Sache. Da, guck. Ich hab ein Rohr. Ohne Aal. Kein Aal. Hab was für dich. Nee, das hier kannst du ihm geben. Da freut er sich. Oh. Ach, guck mal hier. Guck mal. Oh, was? Yo. Da ist ja alles dran. Er hat noch Magneten gefunden. Ja. Und was haben sie falsch gemacht? Ach, beide Dinger dran. Geil. Beide Schrauben dran. Wieder beide Schrauben dran. Aber das ist ein paar so eine Fahrzeug. Steht vorne im Gewehrlauf, vorne im Mündung und so. Das war mal ein Lauf, ja, auf jeden Fall. Ja. Na dann. Auf jeden Fall. Beende ich den Stream jetzt mal eine Runde. Guck mal hier, Scotty. Hast den Rest von der Stabbrandbombe. Sicher? Ja, bin ich mir sicher. Hier oben, hier in der Mitte ist der Brandkern. Und das ist nur das Gewicht dafür. Das ist nur das Gewicht. So, ihr Lieben, letzter Wurf für heute. Anhänger ist da nämlich übervoll. Auf die Polizei müssen wir ja auch noch warten. Die müssen noch das Zeug abholen. Das wollen wir natürlich nicht mitnehmen. Wenn es euch gefallen hat, aktiviert doch mal die Glocke. Lasst ein Abo und ein Like da. Auch ihr kommentiert natürlich fleißig. Der Anhänger ist voll, wie ihr seht. Mehr passt hier nicht rein. Nils hat ja jetzt auch ein Auto. Der hat jetzt auch seinen ganzen Schrott gleich mitgebracht, gleich reingeschmissen. Die Telefone und die Handschellen aus seinen letzten Videos, das er gefunden hat. Ja, wir machen den Rest hier noch sauber. Schmeißen die E-Roller noch rein. Das freut mich am meisten, dass wir drei E-Roller rausgeholt haben. Eins, zwei und der dritte liegt da unten. Der Matze packt auch schon alles zusammen.